Hallo und willkommen zum kleinen Part. Ihr seht schon, es kämpfen hier Kirby 63 LP gegen Kirby 63 LP. Und ja, das hat den Grund, ich habe gerade einen Kollegen bei mir zu Hause und wir spielen eine Runde Yu-Gi-Oh! Online. Das hat den Eindruck, dass ich richtig Bock hatte und mit euch das jetzt hier mal spielen wollte und Let's Playen wollte, besser gesagt. Und ja, wir spielen das jetzt zum allerersten Mal. Er ist jetzt im Nebenzimmer, so dass er nicht mitreden muss. Und ja, ich denke mal, er ist am Zug und wir haben eine Stundenzahl drin und wir spielen mit 16.000 Leben, so dass jeder mal ein bisschen Zeit hat. Und mal sehen, was er so spielt. Ich bin sehr gespannt. Oh, er spielt eine Falle. Okay. Das ist schon ein bisschen weird, weil ich mach das das allererste Mal, ich schwöre, und er auch. Oh Moment, ich will das hier so legen. So. 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 Moment mal, Leute. Was? Internet, gerade ein bisschen kacke. Sorry, dafür kann ich nichts, Bruder. Er spielt den Alexandri-Drachen und er spielt Berge übrigens so nebenbei. Okay, okay, mal sehen, was er so machen kann. Okay, er ist in der Endphase. Oh, wir haben übrigens so nebenbei fast eine bessere Hand. Na gut, aber in der ersten Runde spiele ich auf jeden Fall auch den Alexandri-Drachen. Wir summonen ihn. Activaten dann Megamorphos. Klappt das? Fragezeichen. Oh, ich bin so blöd. Verdammt. Egal, dann machen wir es halt einfach so. Dann retten wir die Szene am besten einfach mit dem Cosmo-Gehirn. Ich habe mir nämlich ein eigenes Deck erstellt, wie ihr schon sehen könnt. Und ja, das hat den Eindruck, dass ich ein bisschen low dran bin und zwar auch das neu mache, besser gesagt. Mir kam halt einfach so die Idee, ich mache das mit ihm, weil er einmal zu Besuch da ist und so weiter und so fort. Und ja. Mal sehen, was er dagegen zu setzen hat. Spielt er eine Falle oder sowas? Spielt er eine Falle? Fragezeichen. Oh, magischer Zylinder. Ah, verdammt. Ich glaube, das war aber ein bisschen unschlau, dass er das sofort aktiviert hat. Naja, ist ja auch egal. Wir gehen auf jeden Fall nicht in die zweite Main-Phase. Wir gehen einfach vor die Endphase. Wir wollen uns auf jeden Fall re-retten. Das war ganz okay. Es war okay. Nö, es war wirklich ganz okay. Wir können auf jeden Fall in der nächsten Runde den großen Mario Z rufen. Er kann nichts dagegen tun. Nichts kann er dagegen tun. Das ist schon. Ist schon ein bisschen weird. Ah, okay, gut. Wir spielen. Ihr seht schon, wir sind nicht gerade die besten Yu-Gi-Oh! Spieler. Ah, das ist übrigens saugut, die Hand. Aber wir machen am besten erstmal den großen Mayuga Z. Das will ich unbedingt machen. Ich rufe den großen Mayuga Z mit 3000 ATK, denn. Das lohnt sich. Dann gehen wir in die Battle Phase und attacken ihn. Ja, nicht wundern, wie schon gesagt, er ist mit meinem zweiten Account drin. Ich habe nämlich extra einen zweiten Account dafür gemacht, gerade eben. Also Kirby K360P, das ist nämlich mein Spitzname bei so Minigames, wie Pokémon oder so, wenn es der Name zu lang ist oder sowas ähnliches. So, was? Wir gehen in die zweite Main Phase, können natürlich nichts machen und so weiter und so fort. Wir ärgern ihn mal ein bisschen. Hi. Mal sehen, was er da macht. Das wird bestimmt wieder in die Angriffsposition gehen. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, was er macht. Was macht er? Oh, ich spiele auch den großen Mayuga Z. Fuck! Scheiße! Oh Gott, ey. So lame. Ich bin mal richtig gespannt, was er jetzt macht. Du Lappen. Du Arsch. Ich glaube, er wird mich safe. Plätten, Alter. Ich habe halt noch nicht eine Falle richtig gut gezogen oder so oder was Besseres gemacht. Ja, mein Mario ist auf jeden Fall down. Ah, fuck euch, Mann. Ah, ist ein wilder Schatten. Oh, fuck. Ich hätte, glaube ich, einen Effekt von Gehirn aktivieren können. Fuck. Was machen wir jetzt? Wäre ein bisschen lame, wenn ich das jetzt machen würde. Ich glaube, ich muss so setzen, weil. Doch, wobei. Na, aber er wird auf 100% zerstört. Ich muss was machen. Ich muss was. Ich brauche was. Ich kann aber nichts dagegen tun, weil hätte ich ihn gelegt, hätte ich den Effekt aktivieren können und hätte dann hier
den Geist des Weißen spielen können, aber naja, es ist halt alles ein bisschen scheiße. Fuck. Ah, Mist, das Duell ist nicht gerade geil. Ah, oh, verdammt, der hat schon das. Mann. Bin sehr gespannt, was er machen wird dagegen. Also, ich glaube, der haut mir richtig eine rein. Ja. Ach, Mann. Verdammt, das Duell läuft ja gar nicht gut. Ah, scheiße. Ich brauche was Gutes jetzt, Alter. Wow. Ich brauche richtig Gutes. Weil ich hab so viel Fall drin, aber ich ziehe nichts. Scheiße, ey, das Duell ist kacke, ey. So ein Dreck. Oh Mann. Was machen wir denn jetzt? Ich kann halt nichts machen, ich hab nichts. Oh Mann. Was denkt ihr, Alter? Meinst du, wir können die Runde noch umreißen, wenn das hier perfekt klappt? Ich weiß halt nicht. Also ich weiß, er hat safe. Nicht. Was macht er denn jetzt? Ja genau, gleich den zweiten, Alter. Ich hab nicht sowas wie Verteidigungsstopp drin, ne? Oh, guck mal, das ist ein Bild von Bella. Ich hab aus Versehen gerade auf links gedrückt, auf Caps Lock oder. Ach Quatsch, Caps Lock, was laber ich da? Oh, was hat er jetzt gemacht? Was war das? Was? Er packt den Großmann über Z in. Verdrückt. Er hat sich verdrückt! Nice! Du Spacken! Einmal über Z sind wir safe los! Was ist das denn? Wie geil! Ja, komm, dann gehen die Endphase, Alter. Mach's mir nicht so schwer, wie es schon ist. Oh nein! Fuck, ich krieg trotzdem aufs Maul. Aber vielleicht ist er jetzt ein bisschen getriggert. Weil er halt die Karte sieht. Weil das kann. Manchmal, wenn man so schnell eine Karte sieht, denke ich auch immer, er ist auf jeden Fall Dings. Ready? Oh, hat er eine Falle? Was? Er hat den magischen Zylinder? What the fuck? Er rettet seinen Mayuga Z? Scheiße! Ihr seht schon, ich bin übrigens ein bisschen orientiert an einem Kaiba-Deck. Alter, genau! Genau! Scheiße, die Runde verlieren wir zu 100%! Verdammt, nein! Oh, jetzt kriegen wir so einen aufs Maul, ich sag's. Oh, scheiße. Scheiße! Oh, fuck. Wir brauchen jetzt was Gutes, Alter, wie Spiegelkraft oder sowas ähnliches, Alter. Fuck! Mystischer Raumzeitfuhl, was bringt's, Mann? Ich kann nichts legen, Alter. Nein, was hab ich gemacht? Warum? Scheiße. Fuck, die Runde ist scheiße, Alter. Ich bin nur geborgt, Mann. Ich hab nichts gezockt. Gar nichts gezockt, Alter. Vielleicht ist er trotzdem so dämlich und greift damit an. Mit Ryukishin Macht. Oder Ryukishin Powered. Hat er sich wieder verdrückt? Was? Hat er sich wieder verdrückt? Das ist ja geil. Hä, wieso packt der Ryukishin? Ja, Müll, okay, gut, das ist Zeit verdrückt. Warte mal. Verdrückt? Ich weiß jetzt nicht, ob er das gemacht hat. Kann durchaus passieren. Wäre aber weird. Ja, komm, halt die Fresse, Alter. Ja, genau, Alter. Ha? Ach so, ja, okay, gut. Scheiße, fuck. Ja, das war scheiße, Alter. Ich hab nichts gezogen. Mann. Ich fand das halt blöd, ich hab nichts gezogen. Das ist scheiße. Das ärgert mich, weil ich hab eigentlich so ein gutes Deck. Das ist Ehrenrunde. Mann, hör auf damit. Nein, mach jetzt. Mach jetzt, Alter. Mach jetzt. Ende. Ach, das war scheiße, Alter. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einem Cut. Bis gleich.
So, wir kommen nach einem kleinen Cut zurück. Jetzt sind wir wieder aufgeteilt. Ich habe übrigens gerade das gewonnen, deswegen beginnen wir mal als erstes. Einfach mal so frech, obwohl ich eigentlich nie ganz gerne als beginne. Okay, gut, was haben wir dann? Wow, oh, die Hand ist perfekt. Sie geht. Jetzt das. Ich setze Megamorpho. Und spiele dann den Alexandri-Drachen im Angriffsmodus. Mal sehen, was er diesmal dagegen macht. Ich habe übrigens meinen Skin noch nicht gewechselt. Er hat meinen Skin auf jeden Fall schon mal drin, den weißen Drachen. Ist schon mal geil. Und dann beende ich meinen Zug. In der Endphase gehen wir dann. Das könnte jetzt interessanter werden, das Duell. Ich weiß nicht, was er so spielt oder was er so hat. Könnte wirklich interessant werden, weil es ist neu für mich. Ich, wie schon gesagt, ich mache es jetzt zum ersten Mal mit. Oh. Da geht er aber voran. Da geht er aber ran, du. Halleluja. Ich wette, das sind drei Fallenkarten. Ich kenne, glaube ich, sein Deck jetzt mittlerweile auswendig. Und ich weiß nicht. Ja. Das haben wir nicht, was wir aktivieren könnten. Nee, nee. Ja, mystischer Raumtaifun. Mystischer Raumtaifun. Was können wir denn da kaputt machen? Wir aktivieren mystischen Raumtaifun, ganz einfach. Wir aktivieren mystischen Raumtaifun und zerstören die mittlere Karte. Jo, wir haben Spiegelkraft weggekriegt. Yes, Mann. Okay, gut. Jetzt kommt es aber darauf an, was liegt da bei der Ansache. Das ist das, was wir nicht wissen. Scheiße, ey. Scheiße. Okay, gut. Aber das ist alles kein Problem. Wir spielen jetzt auf jeden Fall den... Luster Dragon war was für einer? Keine Ahnung. Ich weiß seinen richtigen Namen leider nicht. Und schreibt mal in die Kommentare, ob man das Spiel auf Deutsch stellen kann. Wäre mal richtig cool. Okay, wir gehen jetzt mal in die Battle Phase und greifen sein verdecktes Monster an. Auf jeden Fall. Oh nein, er spielt dasselbe Deck fast wie ich. Also wir haben uns vorher selber Decks erstellt. Ich habe ihm zwar den Account gegeben, hab da meine Decks drauf, aber trotzdem, er hatte die Chance, selber sich Deck zu machen. Oh, scheiße. Mal sehen, was er spielt. Könnte natürlich jetzt interessant werden. Ich weiß nicht, was er spielt. Was will er denn spielen? Keine Ahnung. Was? Wieso denn das? Was hat er jetzt gemacht? Hä? Was war das denn? So ein Scheiß. Hä, wieso will er denn den großen Mayuga Z spielen? Wieder verdrückt. Ja gut, dafür kann ich leider nichts. Das tut mir leid, Brody. Das tut mir wirklich im Herzen weh. Was spielt er denn jetzt? Ja, es ist die Sache, ne? Brody, muss los. Was sucht er denn jetzt? Hä? Was war das denn? Hä? Was war das denn, Alter? Er hat jetzt ein paar Monster geopfert und hat dann, hat's verkackt. Wollte was probieren. Was war das denn? Ist ja mal mega geil. Ja, warte, kriegt er was zurück. Scheiße, ich hab's verkackt. Wollte was probieren. Hat's aber verkackt, gnadenlos. Wie geil war das denn? Ja, warte, komm. Dann check ich ihm wenigstens eine Ehrenrunde drauf. Und der große Mayuga Z kommt natürlich wieder. Nein, da bin ich wirklich ganz fair jetzt. Wir spielen auf jeden Fall in dieser Runde den bösen Kampfochsen, Alter. Und ich sehe schon, wir ziehen wieder nichts. Nein, jetzt mache ich wirklich den Ehrenmann. Ich mache wirklich Ehre. Komm. Komm, das müssen wir einmal. Einmal müssen wir auch mal Ehre walten lassen. Das hat er sich verdient. Er spielt eine verdeckte Karte im Hintergrund. Repose macht er wahrscheinlich da drauf. Ja. Und spielt dann. Ein verdecktes Monster, okay. Ich kann den großen Mayuga Z auf jeden Fall töten, das war... Oh, der magische Zylinder, das ist ja mal geil. Oh, scheiße, hat er natürlich den Mayuga Z verballert. Ist aber kein Problem, wir haben sogar, was soll ich gerade sagen, wie heißt das? Raumtaifun? Aber das liegt ja da, so eine Scheiße. Dann rufe ich auf jeden Fall ihn auf. Greife dann mit dem Alexandri-Drachen an. Oh nein, ey, das ist doch so scheiße. Jetzt habe ich ihn gerepost. Nein!
Das mache ich halt wirklich nie mit Absicht, Mann. Ich bin halt an Duel Links gewöhnt und mache daher die meisten Fee? Hallo? Nein! Oh nein, bitte nicht, 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 bitte nicht. Boah, hat Mega Move genommen, hat Mega Move genommen, nice! Boah. Heilige Scheiße. Oh. Du bist so ein kleines, ne? Ich verstehe dich nicht. Ja, jetzt kann er natürlich einen Normaldrachen rufen, ob er vom Friedhof nimmt oder von, ne? Ja, vom Friedhof ist ja ganz klar. Und mein Zug ist leider beendet, weil ich kann nichts dagegen machen. Rein gar nichts. Ich habe da noch nicht einen weißen Drachen gezogen. Fällt mir so ein, ne? Das Ding ist, wenn man mit Alexandri-Drachen ordentlich einen aufs Maul haut. Ist ja ganz logisch. Mein Alexandri-Drachen geht es jetzt auf den Kragen. Ich bin nur gespannt, was er jetzt macht. Ich denke mal, er geht jetzt in die Battle Phase, ganz klar. Vielleicht sogar sein Luster-Dragon mit mir zusammen zerstören. Wird er echt zerstören? Ja! Oh, das ist ja krass! Aber, nee, das lohnt sich nicht. Ich muss es leider geschehen lassen, denn ich habe eine richtig krasse Idee. Jetzt wird er wahrscheinlich mit seinem Kampfochsen dann meinen Alexandri-Drachen kaputt machen. Nee, das lohnt sich nicht, das lohnt sich so überhaupt nicht. Muss ich leider geschehen lassen, aber das ist alles kein Problem, denn wir sind jetzt gleich auf. Okay, gut, ich habe wieder misplayed, ganz oft misplayed, ich weiß. Oh, shit. Aber dann kann ich anderweitig auch rufen. Deswegen bringt mir das so überhaupt nicht, das jetzt zu machen. Ich mach das lieber so. Zerstöre mich am besten gar nicht. Denn er wird sowieso eventuell gleich meinen mechanischen Unterwelt angreifen. Das ist zu 100% steht das auf jeden Fall fest. Und wisst ihr, wieso ich das weiß? Denn ich kenne ihn. Er wird zu 100% jetzt gleich angreifen. Und ich werde dann sagen, nein, ich aktiviere meine magischen Zylinder nicht. Nope. Und kann so mit den weißen Drachen rufen. Yes. Oh. Digga, wow, nice. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ich glaube, er wird nichts mehr machen. Was, er macht das? Wie lel. Okay, das war nicht so gerade das Beste, was er gemacht hat. Aber dafür haue ich jetzt umso mehr raus. Oh, nice, aber lohnt sich nicht. Lohnt sich wirklich überhaupt nicht. Doch, wobei, könnte ich machen. Ich weiß ja nicht, was jetzt da hinten liegt in seinem Hintergrund. Es könnte jetzt auch was Krasses sein. Aber wisst ihr was? Ach, ganz ehrlich, Alter, das machen wir jetzt. Fats! Ja klar, weg damit. Woo! Tschüss. Oh, nice. Nice, 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 nice. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Battle Phase. Greifen mit dem Geist des Weißen sein Dings an. Und mit dem blauäugigen weißen Drachen! Attacke! So geil, Leute. Die Runde ist besser. Vielleicht machen wir noch eine dritte Runde. Einfach nur zur Revanche. Und mal sehen, was er macht. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Er setzt eine Karte. Verdeckt. Okay, das ist gar nicht mal so kacke. Was soll auch anderer machen? Anderes machen. Oh, Spiegelkraft! Spiegelkraft, nice. Spiegelkraft, nice. Geil. Das ist ein bisschen blöd. Ich bin eigentlich mehr so der fairere Typ. Ist da was? Alter, weil das die allererste Runde Yu-Gi-Oh! Ist, brauchen wir ein bisschen was Spannenderes. Ich habe einen weißen Drachen von ihm. Was will er gegen den weißen Drachen bitte machen? Er kann halt einfach nichts dagegen tun. Ja, was will... Wie ich immer sag, was will er machen jetzt? Er hat nichts. Er hat gar nichts auf der Hand. Oh, da kommt der Zweite! Da kommt der Zweite! Kann ich aber nicht machen, weil sonst opfere ich meine beiden Weißen dran. Das ist für einen Weißen und das ist lame. Ja, aber leider aktiviere ich das jetzt hier. Und hole meinen Weißen Drachen rein. Ja, was willst du jetzt machen? Jetzt habe ich schon zwei. Jetzt habe ich schon fucking zwei. Gegen die Battle Phase und attacke sein Monster. Sorry, Boy. Fatz. Okay, die Runde war besser. Die Runde war zu 100% viel besser. Das tut mir tatsächlich auch echt leid, Alter. Vielleicht gebe ich ihm auch eine Ehre-Runde, wie er es mir in der letzten gemacht hat. Ja, ich gebe ihn. Oh, er summt. Oh ja, okay, gut. Oh, das tut mir schon fast schon leid, Alter. Ich habe halt gerade echt Glück in der Runde. Nein, was? Oh, das ist halt so scheiße, Mann. Ich denke mal, ich muss nicht die Phase wechseln. Okay, daran merkt man, glaube ich, dass ich das Spiel wirklich zum allerersten Mal spiele.
online. Oh, ich weiß gar nicht, was er so wirklich hat, Alter. Es ist ein bisschen weird. Was macht er? What? What the fuck? Was zum Fick macht er denn da jetzt? Was zum Teufel? Ja klar, genau, holen Weisen raus! Oh, er hat's doch ganz schön rausgeholt, aber hallo! Nee, nee, nee! Das... Nee, Spiegelkraft mach ich jetzt nicht. Ich mach erstmal das. Okay. Was? Aktiv. Nee. Nee, nee, nee. Okay, die Runde haben wir dann doch nochmal gerockt. Er hat einen Weißen rausgeholt. Da könnte jetzt für Probleme sorgen. Da muss ich auf jeden Fall wieder den Weißen Drachen reposen. Jetzt keine Fehler machen und ihn gehe ich auf jeden Fall in die Verteidigungsposition. Auf jeden Fall. Und in die Endphase. Ich will keinen weißen Drachen verlieren, wobei ich könnte mich opfern, habe ich die Runde auf jeden Fall gewonnen. Scheiße, habe ich jetzt auch vergessen zu machen. So ein Dreck. Okay, ist kein Problem, ist kein Problem. Wir machen das, Leute, wir machen das wirklich. Ist kein Problem, wir kriegen das hin. Ich habe halt wirklich gar nichts auf der Hand. Nee, nee. Noch nicht, der kriegt bestimmt was hin. Der kriegt bestimmt noch viel hin. Der macht noch mehr, der macht noch mehr. Ich sag's euch. Oh, Enemy Control. Oh, change battle position, face up, Monster. Tribut ein. Das tut mir leid. Das war Glück. Okay. Das war ein sehr schön... Ich hab ihn noch gar nicht besiegt. Stimmt ja. Oh, fuck. Oh. Er kann noch was legen. Ah, er hat nichts. Er hat nichts. Oh, was mache ich denn immer? Alter. Egal. In jedem Fall der Fälle mache ich... Hallo? Hallo? Mach ich jetzt Zylinder? Nein! Fuck! Scheiße! Zieht einfach den fucking magischen Zylinder! Was ist mit ihm los? WTF! Was macht er jetzt? Oh, er legt Luster Dragon ab und ruft was noch? Aber leider kannst du nichts dagegen machen. Er ruft einen Weißen. Mann, wie viel Glück hat er denn mit einem fucking Cosmo-Gehirn? Aber ich habe noch Spiegelkraft, ist das Problem. Ich habe ihn verdrückt, Egal, die Runde ist sowieso beendet. Die Runde ist sowas von vorbei, Alter. Ich mache jetzt sowas von Spiel. Und ich schnauze jetzt voll, Alter. Oh. Sollen wir das machen? Ich rufe den großen Mayugatsu! Repose dann Ryokishin macht. Und attack dann! Junge! Okay, jetzt hat er nur noch 300 Lebenspunkte. Mal sehen, was er jetzt macht. Alter, das war das Duell der weiße Drachen, ich sag's euch. Das war das komplette Duell der weiße Drachen. Wenn wir darauf keinen Like kriegen, dann weiß ich nicht. Ja, er hat's auf jeden Fall verloren. Das tut, ja, wollen wir nochmal Spiegelkraft machen? Ja, Spiegelkraft. Weg damit. Oh, du Arsch, Alter. Nice. Ich hab ihn so gerackt. Junge, das war immer geil. Geil. Okay, ich würde sagen, mit dem Abschluss... Ich hoffe mal, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Like da, lasst alles da, was ihr möchtet. Haut rein, Leute, mit diesem Kill sage ich schon mal Tschüss.
Wenn ihr mehr von solchen Yu-Gi-Oh! Parts sehen wollt, ob ich die mit Legi mache oder mit anderen fremden Spielern sogar online mit euch mal kämpfe, das sage ich euch in Terminen. Ihr müsst mal auf das Spiel kommen und ich suche mir dann Host von euch aus. Aber ihr müsst natürlich auch dann eure, wie euer YouTube-Namen heißen, gerne. Dann können wir das mal gerne machen, dann nehme ich euch das zusammen mit euch auf. Meldet euch auf dem Spiel, dann ist es richtig geil. Also, wie schon gesagt, wenn ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt, lasst ein Like da, schreibt es mir in die Kommentare unter dieses Video. Dann kommen mehr solche Yu-Gi-Oh! Parts. Und wenn, ich sag euch mal genau einen speziellen Termin, wenn ihr sowas mit mir zusammenspielen wollt, also gegeneinander im Koop, dann schreibt mir in die Kommentare, wann ihr das haben möchtet oder wann es für mich am besten ist. Oder ich sag es euch in dem nächsten Video. Und dann können wir mal zusammen gegeneinander spielen. Aber die Bedingungen sind wirklich, ich möchte genau gegen diese Spieler kämpfen, wie ihr auch heißt. Das heißt, wenn ich gegen Osman spiele, also wenn ich gegen dich spielen möchte oder soll oder du das möchtest, dann musst du doch Osman mit Ausrufezeichen heißen. Also wirklich dieses Ausrufezeichen, der Name ist wirklich ausschlaggebend. Und ja, dann können wir es auch machen. Oder Matches hat LP 2090, so heißt du ja auf YouTube. Du musst dann auch mit dem Spieler, was mir so erkenne ich euch nur höchstens. Oder Matches halt in Klammern Kirby 63 LP oder so erkenne ich euch dann wirklich, damit ihr auch immer wisst. Oder Kirby 63 LP, so wie mein zweiter Account gerade in dem Spiel hieß. Immer so euch nennen, dann weiß ich genau, wie er heißt. Und dann können wir auch mal gegeneinander kämpfen. Okay, bis dann. Viel Spaß.